Was geht YouTube und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des wundervollen The Callisto Protokoll. Wir haben ja nun in der letzten Folge sind wir ja schon ein bisschen weitergekommen. Also wir haben jetzt uns schon mal eine Wumme gedruckt für 800 von 1000. Naja, sind wir wieder pleite. Aber ist nicht so schlimm. Zum Glück, wir haben es. Muss ich wirklich sagen. Also zum Glück, wir haben es. Wir werden jetzt mal gucken, dass wir jetzt mal eine Runde weiterkommen. Und ich würde sagen, wir schnacken nicht lang, sondern wir steigen sofort ein und wir sehen uns nach dem Intro. Also bist du gespannt, bleibst du auf jeden Fall dran. Also geht los, das Intro startet. Ja, ihr Lieben, okay, also wir haben ja ein bisschen mal, also wir haben jetzt ja wundervoll 12 Mumpeln und ein bisschen Heilung. Wir werden mal gucken, was wir so schaffen. Ja, dann werden wir mal so schauen, finde ich, ne? Also wir sind ja da relativ easy going, finde ich. Wir haben 289, ja, weiß ich nicht. Callisto Coins, Credits heißen sie hier. Genau, und deswegen habe ich jetzt gesagt, okay, wir versuchen einfach eine Runde weiter. Wir sind jetzt ein bisschen hochgestiegen. Wir werden mal gucken, wo wir jetzt hinkommen. Also wir werden auf jeden Fall erstmal gucken, wo wir jetzt lang müssen. Und ja, wie schon gesagt, also ihr könnt mir gerne unten in die Videokommentare, also ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, ob euch diese Videos, dieses Format von den Videos so gefällt oder nicht. Und wenn ja, könnt ihr auch einen Daumen nach oben da lassen. Würde mich echt darüber freuen. Dankeschön. Erstmal dafür und für ein Abo. Jeder, der abonniert hat, danke ich euch auf jeden Fall für den Support. Und ansonsten, wir schnacken jetzt nicht weiter, sondern jetzt geht's los. Wir snacken weiter in der Isolationshaftanstalt. Hallo, wir sind da. Warum sind wir da? Wir sind da runter. Und dann kommen wir wieder raus. Leute, warum? Okay, haben wir. Ich hoffe, wir haben nichts über. Ich hoffe, wir haben nichts übersehen da unten drinne. Okay, wir sind von da gekommen. Ich glaube, wir müssen hier lang. Aber hier geht's. Oh, jetzt kommen wir da durch. Jetzt kommen wir da durch. Aha. Okay. Okay, beweg dich leise. Nicht, was das ist. Aber es sieht aus, als wenn sie nichts sehen. Ach, da ist er. Oh, ups. Das ist auch geil. Er steht da und. Aber. Das muss ja eine Bewandtnis haben, warum wir uns leise bewegen sollten. Okay, hier liegen Schmerzmittel auf dem Tisch.
Aber hier gibt's nichts großartig, was wir vielleicht... Nee. Wir können ja mit dem Bleistift irgendjemanden hier noch wegnatzen oder so. Ich weiß es noch nicht. Ein bisschen gecheckt habe ich das jetzt schon so in der Art. Also muss ich wirklich sagen, ein bisschen gecheckt habe ich das schon. Aber ist auch alles gar nicht so... Wie? Ich kann sie nicht öffnen. Du musst die Zugangsdaten finden. Such in der Umgebung nach toten Wärtern. Okay, das ist kein Werder. Okay, hier ist auch kein Werder. Hallo? Ja, das ist auch wieder geil. Suche nach Werdern. Hier ist schon mal keiner. Da ist auch schon mal keiner. Ne, hier gibt es doch bestimmt bloß einen oder so, ne? Hm. Hab einen! Hi. Schneid mit der Klinge das Implantat raus. Moment, was? Geht leider nicht anders. Nur so kommst du durch die Tür. Ekelhaft. Hier drin tut man, was man tun muss. Dieser Ort hat die Macht, dich zu verändern. Okay. Ich hatte keine Wahl. Die Häftlinge sind durchgebrochen. Ich muss sie die Tür versiegeln. Hört mich jemand? Ja, Officer Jane. Warden Cole? Wo sind sie? In meinem Turm. Ich Was? Warum? Was passiert hier? Das Ende einer langen Reise. Irgendwo bewegt sich da was. Okay, warum liegen hier so viele Klamotten? Okay, wir könnten da lang gehen oder wir könnten da lang gehen, aber das ist B2 Wäscherei. Wartungsblock. Hm. Ich glaube, wir gehen durch die Wäscherei oder was? Okay. Frage ist, ob das jetzt so gut war. Ich weiß es noch nicht, aber wir werden es vielleicht gleich sehen. Ob die Wäscherei der richtige Weg war. Okay, wir müssen da lang. Oh Mann, ey. Nee, echt jetzt? Okay, hier kommen wir nicht. Hier kommen wir auf jeden Fall nicht weiter. Würde ich jetzt so behaupten. Das heißt also, wir müssen doch da lang. Aber die Frage ist, warum gehen wir jetzt gerade durch die Wäscherei? Was ist denn das? Können wir da nicht durchgehen? Ist das nicht ein bisschen einfacher, das Ganze? Gib mal her hier. Oh, Leben ist voll schade. Ey, was geht?
angenommen. Wir müssen jemanden schicken. Ich weiß nicht, wie lange diese Tür noch halten wird. Holt ihn euch! Nein! Okay, Inventar ist full. Discreet. Okay. Warum ist unser Inventar voll? Aber mit was denn? Das ist so mal die Frage. Energiewandler. Bauteile für ein Refugium zu einem niedrigen Preis für Castellanos verkaufen werden können. Der UESC hat den Kakao, diese Schmuckler oder. Okay. Hätten wir eigentlich verkaufen können. Makelloser Energieumwandler. Tja. Leider Gottes. Glaube ich nicht so cool. Okay, Credits. Energy. Okay, in der Wäscherei gibt es auf jeden Fall schon mal nichts mehr. Oh, hier gibt es noch was? Doch. Ach, das ist ja voll. Das haben wir ja gerade eingegeben. Ganz cool. Okay, schnell weg hier. Okay, ja, die Wartung. Okay, die Frage ist, was passiert, wenn wir da reingehen? Okay, ist ein Wartungstunnel. Okay, wir sind aber gerade. Das hört sich immer an, als wenn die einem auf den Fersen sind. Ich weiß auch nicht, wo wir hin sollen. Ich habe keine Ahnung. Er hat auch schon lange nicht mehr mit uns geredet da oben. Ob er da ist oder ob er abgehauen ist. Wo kommen wir jetzt raus? Oh, hier sieht das ein bisschen. Okay, jetzt lass mich raten, wir sind voll in den Wartungstrakt gelaufen jetzt. Könnte ich jetzt wetten. Ich glaube nicht. Ich weiß ja nicht, wo wir hier sind. Death is coming. Okay. Okay, ich würde sagen, wir gehen einfach geradeaus weiter, oder was? Würde ich jetzt mal so behaupten.
Ey, wo sitzen wir denn hier? Da bist du schon mal abgehauen, ne? Das wird mein letzter Log-Eintrag von hier aus sein. Ja. Die Renovierungsarbeiten am Turm sind fast abgeschlossen. Und das Programm. Reaktiviert. Dr. Mahler leitet es. Und was wollen Sie erreichen? Ergebnisse. Nach jahrzehntelangen falsch durchgeführten Forschungsarbeiten. Verstehen Sie das nicht? Evolution passiert nicht im Labor, sondern in der Welt. Okay. Aber es ist schön, dass, es dich wenigstens erwischt hat, Freundchen. Finde ich gut. Okay. So. Die Frage der Fragen ist, sind wir hier richtig? Okay, hier waren wir vorhin schon. Okay. Meine Gesundheit wieder, du Ratte, du. Hä? Hier sind wir vorhin drin? Okay. Okay, hier ging's. Nee, hier ging's nicht weiter. Okay. Dann müssen wir doch hier weiter. Okay, dann gehen wir doch hier rein. In den Wartungstunnel. Uiuiuiui, was läuft da los? Gerade den Kopf so weggeschossen und dann ja, läuft er trotzdem weiter. Weil wird es mit ihm nicht richtig. Okay, also es gibt also auch. Junge. Brrr. Das ist echt anstrengend. Oha. Also wirklich. Brrr. Hier passiert. Oh, ich bin im Medizinbereich. Geh weiter zum Hintereingang. Da kontaktiere ich dich. Geh weiter hinter. Hier ist kein Platz mehr. Die Patienten stapeln sich auf dem Gang. Der erste kam vor einer Stunde und das hört einfach nicht auf. Wir verlieren die Kontrolle. Wir müssen Maler finden. Wo zum Teufel ist sie? Tja, gute Frage. Wo ist sie? Ich würde sagen, sie ist abgehauen. Würde ich jetzt mal so behaupten. Oh, ganz ruhig, ganz ruhig. Ganz ruhig.
Kopf abgerissen. Ach Gott. Ah, die Handschuhe ist eigentlich ganz geil. Nimm den mal mit. Der ist, glaube ich, ganz cool. Ah, den kannst du wegschmeißen, den Arm. Den braucht keiner. Ich habe eine Handschuhe von Captain Ferris gefunden. Das ist ein Grip. Die Dreckswachen setzen ihn gerne gegen uns ein. Ja, ich erinnere mich. Aber es ist gut. Funktioniert bei allen möglichen Sachen. Probier's einfach mal aus. Okay. Mach ich. Okay, das funktioniert so? Okay. Irgendwie so wird das wohl funktionieren. Ich hab zwar noch nicht rausgefunden wie, aber das wird schon irgendwie so funktionieren, glaube ich. Okay, sieht auf jeden Fall sehr, sehr. Was ist los? Wissen wir nicht. Gut festhalten, ich hole Betäubungsmittel. Okay, stimmt, da hinten Lichter. Boah, guck was. Und da liegt der andere. Okay. Tja, hättet ihr mal vorher überlegen sollen, Freunde der Sonne. Nutze. Okay, Alter, jetzt. Blockiert, super. Okay, wo ist der andere? Okay, hau rein. Oh. Okay, wir müssen noch einen suchen. Ja, jetzt wenn da irgendwo noch einer ist, ne? Okay, wir kommen jetzt da, aber ich glaube so nicht wieder raus, ne? Ich weiß es nicht. Sample.
toll, der ist blockiert. Okay, hier kommen wir aber nirgends so mehr raus. Also müssen wir. Ich glaube, wir müssen doch nach vorne wieder. Nicht, was los ist. Irgendwas hat die Leute kurz vor dem Ausbruch infiziert. Okay, wir könnten ja denn nur theoretisch hier wieder rausgehen. Tja, auch das geht nicht. Verdammt! Da oben kommen wir rein, aber irgendwie. Aber da war doch gar keine Tür, oder doch? Oder täuscht das jetzt so extrem? Da war doch eben bloß die. Ja, hier ist bloß das Glas. Stimmt. Ja, jetzt ist es blockiert. Ja, toll. Wie komme ich jetzt hier wieder raus? Immer noch blockiert. Na, verdammt. Obwohl hier irgendwelche Geräusche noch sind. Okay, da ist der Kopf weg. Brr. Also hier komme ich auf jeden Fall so nicht wieder raus. Okay, die Sache wäre die. Okay, wir könnten das ja einfach mal so probieren. Durch. Okay, hier würden wir durchkommen, aber hier kommen wir. Das Problem ist, wir kommen hier nicht wieder raus, glaube ich. Moment. Funktioniert das nicht irgendwie? Ah. Nö. Okay, Gegenschießen bringt nichts. Sitzen wir wohl in der Falle. Und wir kommen hier nicht wieder raus. Ich weiß nicht wie. Verschlossen. Blockiert. Das ist das Problem. Der hat das getroffen und fertig. So. Die Frage ist jetzt der Fragen, wie kommen wir jetzt hier wieder raus aus dem ganzen Gedöns? Ja, Mietbüro, ja.
Das Problem ist, es geht nicht. Es geht nicht. Also wenn ihr eine Idee habt, könnt ihr mir das gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ich jetzt hier wieder rauskomme. Ich habe ja... Tja, ich habe immer Energieumwandler, einen Energieumwandler und einen Energieumwandler. Und damit schmeißen wir den ja bloß runter. Das Problem ist, hier geht's nirgendwo durch. Wenn ich hier die Energiezelle rausgezogen habe, komme ich hier nicht mehr raus. Okay, ich glaube, da hängen wir jetzt ein bisschen fest. Okay, ich würde sagen, ja. Das war es erstmal von der Folge und ich würde halt nicht großartig das Spiel gerne, ja, nicht gerne dementsprechend laden, also speichern neu. Würde ich jetzt nicht machen. Ich würde es jetzt so lassen, wirklich. Ich würde es jetzt so lassen und würde gucken, dass ich da irgendwie wieder rauskomme. Und oft an der Stelle, würde ich sagen. Aber ich bin mir fast, ich sag mal, zu 70% sicher, dass es irgendwas mit dem, weil wir haben das Ding ja rausgezogen. Und ich denke mal, damit wird das irgendwas zu tun haben, dass wir so nicht mehr rauskommen. Dass wir uns jetzt eigentlich so theoretisch und praktisch eingeschlossen haben. Aber wenn ihr bessere, also wenn ihr eine andere Meinung habt, dann schreibt es mir doch bitte unten in die Videokommentare. Ich würde mich echt drüber freuen. Ansonsten haut rein, ihr Lieben. Wir sehen uns im nächsten Video.